Hallo und willkommen zurück zu NWEG 2. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst, wenn ich mich recht entsinne hier oder das verstehe. Und zwar haben wir Teil 1 bis 3. Sehr verdächtig. Und wenn man da die Anfangsbuchstaben unten hernimmt, Quincy zum Beispiel Q, B, W, kommt man mit der Codetafel auf 7, 2, 3. Und das probieren wir jetzt mal. 7, 2, 3. Oh. Wahnsinn. Sheriff Breaker würde mir das ganz bestimmt gern leihen. Oh, es gibt sogar einen Erfolg. Keine Bewegung. Eine Pump-Action-Schrotflinte. Vollständig vorhanden. Jetzt wäre natürlich auch Safe Room nicht schlecht. Ich glaube, das müssen wir erst hier mal konfigurieren, weil sonst bringt es nichts. Und zwar Schnellauswahl. Das war jetzt falsch, ne? Mein Gott. Schnellauswahl. Und zwar hierher, ne? Das ist das Jagdgewehr, oder? Wir haben ja da in der abgesägten Schrotflinte haben wir ja auch noch was drin. Schnellauswahl hierher. Und die da tun wir ausrüsten. Da haben wir noch drei Schuss oder sowas übrig. Achso, ja, wir müssen in den Keller. Wieso habe ich die Taschenlampe ausgemacht? Es erleichtert uns natürlich ungemein unser Leben. Der scheint ein bisschen tot zu sein. War da nicht auch nochmal irgendwie was? Genau. Ich sehe nichts. Okay, mal gucken, ob wir hier noch was Noch ein finden. Kultversteck. Natürlich. Was steht da drauf? Ich kann es nicht lesen. Tau? Ist auf jeden Fall aber der Zahlenschloss. Ich weiß es nicht. Da sind auf jeden Fall zwei so Dinger dran. Ich habe keine Ahnung. Da hat es auch was mit dem Code oben zu tun, aber das glaube ich jetzt eigentlich weniger. Da ist noch was. Inventar voll, natürlich. Ich habe ja auch nirgendwo im Safe-Raum, ne? Da ist auch noch Behälter. Kein blöder Safe-Raum hier. Das kann man nicht lesen. Schaut ja aus wie ein Schrägstrich und eine 1 da dahinter. Ach so, der Schrägstrich fängt mit 1 an. Dann haben wir hier praktisch das Dreieck und dann hier das. Wir müssen die Dinger finden. Alles klar. Kann auch sein, dass ich die schon mal gesehen habe im Keller. Aber es das heißt ja nicht unmittelbar, dass es hier ist. Mann, bin ich jetzt erschrocken. Wir schauen hier jetzt erstmal. Da ist auch noch so einiges.
Ich kann nichts nehmen. Da kann ich speichern. Das ist sehr gut. Gibt es hier einen Schuhkarton? Sehr gut. Okay. Als allererstes. Das brauchen wir nicht unbedingt. Dann bewegen wir das auch mal. Das Jagdgewehr ist halt leer, ne? Das ist halt doof. Gleichzeitig das raustun. Wo ist? Nee, wir tun da was raus. Ehrlich gesagt, wir könnten auch noch zwei so für Plätze finden. So, bevor wir jetzt da irgendeinen Scheiß machen, wir sammeln das ganze Zeug hier erstmal ein. Machen wir hier mal was. Das ist natürlich Munition. Hat da jetzt auch noch was? Nee, ne? Da müssen wir erst die Zeichen finden. Gute Frage, sollten wir es behalten? Wir kämpfen eigentlich viel zu wenig damit. Ich weiß noch nicht, das kann sein, dass wir Munition finden. Die können wir auf jeden Fall nur nachladen. Und wir sollten natürlich erst die da verballern. So, wir speichern mal. Das finde ich schon mal sehr gut. Da haben wir noch was gefunden. Das kann irgendwie nicht sein, dass wir das alles übersehen haben. Also. Und die Zeichen haben wir immer noch nicht gefunden. Also. Die müssten ja irgendwie markiert sein. Die sollten eigentlich auch gar nicht so weit weg sein. Eventuell sogar in diesem Raum. Ist ja eigentlich nochmal was alles in der Nähe. Aber ich finde die gerade nicht. Wenn, dann dachte ich, dass die vielleicht an der Wand stehen oder sowas. Nichts. Ja, vielleicht finde ich es noch raus. Mal gucken. Gehen wir mal weiter. Da steht auch nirgendwo oben was, ne? Also vielleicht da an der Treppe noch. Da könnte vielleicht noch was sein, aber nein. Ich finde es nicht. Das ist die abgesiegte. Weil da auf einmal 7 Schuss da sind. Nee, 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 nee. Dann nehmen wir die Pump Action. Nein, das wird. Bleiben Sie unverdammt! Casey? Sind Sie das? Anderson? Feuer einstellen! Ich komme rein! Der blöde Hund erschießt mich, oder? Hä? Das war jetzt doof, ich hab A gedrückt. Was ist denn hier los, ey?
das Plündern, was nicht nied- und nagelfest ist. Fantastisch. Eine Erweiterung vom Inventar wäre auch nicht übel. Es gibt weg den Klicker. Das ist ein Casey. Verletzungsbericht vermutlich. Person Alex Casey, FBI, Beschreibung der Verletzung. Die Person wirkt körperlich geschwächt und es ist etwas verwirrt über ihren Aufenthaltsort und die Ereignisse der Gehirnerschütterung. Ähnliche Symptome wie beim Verschleierten. Es wird vermutet, dass die Person den Schatten ausgesetzt war, was aber nicht bestätigt ist. Leichte Abschürfungen, möglicherweise leichte Gehirnerschütterung. 7:30 Uhr. Weitere Beobachtungen zeigen keine Anzeichen der erhöhten Aggression. Die Person bleibt bei Bewusstsein und klarem Verstand. Einen deutlich anderen Verlauf als bei den anderen Opfern. Die Gründe für das ungewöhnliche Verhalten sind unbekannt. Geringe Auslastung. Belastbarkeit der Person, Intention des Schattens, weitere Untersuchung, Test erforderlich. Ach, da ist er doch. Herr Anderson, gefällt es Ihnen, was ich aus dem Laden gemacht habe? Etwas mehr Leichenlicht wäre schön. Sehr lustig. Wie geht es Ihnen? Schauen Sie mich nicht so besorgt an, Anderson. Ist nur eine Fleischwunde. So hatte ich die Gelegenheit, mich mit Kieran über unsere Ex-Frauen zu unterhalten. Mit Agent Estevez, meine ich. Sie haben neue Freunde gefunden. Ich bin ganz neidisch. Ist wirklich alles in Ordnung? Alles okay. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Profiling. Watery stellte sich als gute Spur heraus. Ich habe den Klicker und den Kult gefunden. Aber die Horrorgeschichte verändert die Realität. Wie Wake vorausgesagt hatte. Logan, sie ist... Laut der Geschichte starb sie hier. Aber wir können es aufhalten. Moment, Saga. Wie meinen Sie das? Logan ist tot. Das ist sie schon lange. Casey steht auch unter dem Einfluss der Horrorgeschichte. Ich kämpfe jetzt für sie alle. Was ist im Hotel passiert? Wake hat die Wahrheit erzählt. Der Kult war hinter ihm her. Und das Dunkel ist auch real. Ich hab's gesehen. Eine abgefahrene Monsterwolke. Wake hat versucht, mich zu warnen. Es hat mich bewusstlos geschlagen. Das FBC hat mich dann im Wald gefunden. Ich bringe das in Ordnung, Casey. Sie, Logan, alles. Aber zuerst brauche ich Strom. Zeigen Sie es Ihnen, Anderson. Aber denken Sie dran, manche Dinge lassen sich nicht mit einem Lichtschalter regeln. Was den Strom angeht, hier, bitte. Diese Sicherung habe ich bei den armen Schweinen dort gefunden. Ich kümmere mich drum. Halten Sie die Stellung, Casey. Ich gebe Bescheid, sobald es sicher ist. Ich gehe nirgendwo hin. Okay. Ich würde jetzt fast einmal irgendwas anderes machen. Und zwar würde ich nochmal schnell hochgehen und die blöde abgesägte Schrotflinte weglegen. Dann kann ich da auch wesentlich mehr tragen. Bei der Gelegenheit können wir hier auch nochmal speichern. Und zwar weg damit. Wir sind ja schon wieder voll an Limit. Oh, wir haben sogar Jagdpistole. Was bekommen? Das laden wir mal nach. Das braucht ja ewig. Machen wir kurz speichern. Und vielleicht finden wir auch noch irgendwann mal den Code. Okay.
dachte, ich hätte da vielleicht was gefunden, aber nein. Okay. Schauen wir mal hier nochmal kurz rum. Das haben wir ja. Als Beruf war irgendwann noch was, ne? Mal gucken, ob wir hier noch was haben. Erst Profiling. Ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Was passiert mit Casey? Ich bin am Arsch. Na toll. Ein Schatten kriecht unter meine Haut. In meinen Kopf. Sagen Sie meiner Ex, dass es mir leid tut. Was war's, Casey? Etwas stimmt nicht mit ihm. Er ist schwerer verletzt, als er zugibt. Er hat Angst. Kann ich aber nichts machen da, ha? Ne, das ist Radio. Schauen wir mal die Tafel. Ist immer noch viel später. Und das hier auch. Also ich komme hier nicht weiter. Jetzt haben wir zumindest Platz, dass wir irgendwas... Ah, da. Anderson, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Sie können jetzt zum Zellenblock gelangen, aber die Verschleierten rennen dort frei herum. Danke für die Warnung. Und ich habe den Code hier immer noch nicht gefunden. Oh, da kommt das Schiff. Lauf schnell noch. Uiuiuiui. Das hat sich wohl erledigt mit denen. Es kommen noch mehr. Wie, es kommen noch mehr? Günstig, dass das scheiß Licht immer ausgeht. Der besten amerikanischen Kleinstädte. Es war dunkel geworden. Wo ist er jetzt hin? Schau mal, dass er die zwei Kugeln dann noch nachladen kann. Ich sehe den Ring schon. Leck mich am Arsch. Die Situation ist unter Kontrolle, Esteves. Ich komme wieder hoch. Okay. Unter Kontrolle? Willst du mich verarschen oder was? Okay, da haben wir ja alles abgesucht. Hier ist es auch nicht. Ah, wie schön, dass es hier Licht gibt. So, Batterien haben wir ein bisschen was verbraucht. Ich glaube, jetzt können wir auch die da wieder mitnehmen. Schon besser aus, oder? Auf jeden Fall können wir ein bisschen was sammeln. So, Munition habe ich leider nicht mehr. Aber jetzt ist Licht da. Vielleicht kriegen wir jetzt den Code. Irgendwie, irgendwo. Mal schauen. Hier hat sich nicht viel verändert, ne?
Nee, nicht wirklich. War ein Versuch wert, oder? Ich schau mal ganz kurz, ob ich hier noch vielleicht noch was finden, du. Mal gucken. Bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe das noch mal verglichen oben mit der Code-Tabelle. Und zwar, wenn es da 1 ist und das da vielleicht KA, sondern da D, dann ist das eine 4 und das O wäre eine 7. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob das wirklich so ist. Nee. Schade. Hoppala. 1, 4, 7. Schön wäre es gewesen. Aber leider nein. Oh. 1, 4, 6 habe ich mich wieder vertan um eine. Und das war jetzt Zufall. Aber spricht nichts dagegen. Jede Menge Munition, die wir natürlich hier auch brauchen. Vielleicht habe ich mich oben wegen den O verzählt. Aber wenigstens hier ist wieder alles schön hell. Und da war nochmal. Dachte, da wäre noch was. Genau, wer ist er? Oder der ist unten. Nee, der ist doch oben. Das ist für oben, das ist für hier. Der kann ich gar nicht mehr. Okay. Eigentlich muss er hier Behälter nochmal sein, aber puh. Ach, die ist hinter hier. Dem Schalter. Ist ziemlich eng geworden in dem Schrank. Was ist hier los? War nicht leicht, den Besessenen aus dem Weg zu gehen. Und nun bin ich wieder hier. Egal, ich wollte sie nur warnen. Wir halten die Koskiller-Brüder auch in den Zellen fest. Sie sind die Anführer des Kults des Baumes. Seien Sie vorsichtig. Schickt das FBC Hilfe? Wir waren die Hilfe. Naja, wir und das Haus am See. Aber wir haben noch die spezielle Ausrüstung, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Sie ist hinten. Wir wurden unterbrochen, als uns die Besessenen überrascht haben. Wir haben Lichtfelder, einen Sicherheitscontainer und mehr. Noch haben wir nicht gewonnen. Was ist im Haus am See? Eine Forschungseinrichtung des Bureau am Cauldron Lake zur Untersuchung dieses AWE. Ich habe dort nach Verstärkung gesucht. Aber die ganze Station wurde vom Schatten verschlungen. Wir haben viele gute Agenten verloren. Ich konnte selbst gerade so entkommen. Wünschen Sie mir Glück? Laut der Abteilung für Glück und Wahrscheinlichkeit bringt es statistisch gesehen Pech, Menschen in Krisen Glück zu wünschen. Danke. Das Haus am See, wo die jetzt da... Was ist mit der? Wo die da gerade gesprochen hat, ist eigentlich das DLC, das noch kommt. Ein elektrisches Schloss ohne Ausfallschutz. Sehr schlau. Okay. Da haben wir noch was gefunden. Na, ich will da rein. Falltafel. Dann haben wir das fertig. Da haben wir doch einen letzten Beweis gefunden. Und jetzt müssen wir da runter. Saga! Verdammtes FBI, FBC! Ihr Regierungsarschlöcher ruiniert alles! Lasst uns raus hier, verdammt nochmal! Ihr seid die Anführer des Kults. Ihr geht nirgendwo hin. Und wir haben wird alles ruinieren. Eine Seite. Los, Saga. Sie haben mich angeschossen. Typisch regieren. Schnauze jetzt mal.
Agent Young hielt sein Klemmbrett gegen das Licht. Die Ausrüstung war vollständig. Zufrieden kreuzte er die Kästchen an. Ein Geräusch auf der anderen Seite des Geländes ließ ihn innehalten. Er spähte in die Dunkelheit. Nichts. Achselzuckend unterschrieb und datierte er das Formular. Esteves wollte, dass alles bereit war, nur für den Fall. Young schätzte einen vorsichtigen Anführer. Esteves hatte sich zusammengerissen, selbst nachdem es im ältesten Haus dunkel geworden war. Young machte sich auf den Weg nach drinnen. Das örtliche Sheriffbüro war zwar etwas eng, aber immerhin gab es dort eine Kaffeemaschine. Das sollte ein einfacher Job sein, dachte er. Sie hatten sogar schon den Parautilitarier in Gewahrsam. Ein weiteres Klappern hinter ihm, diesmal näher. Mit der Hand an seinem Halfter drehte er sich um. Er rief in die Dunkelheit hinaus. Diese Station wurde vom Federal Bureau of Control beschlagnahmt. Sie sind nicht autorisiert, sie hier aufzuhalten. Plötzlich flackerten die Lichter und gingen aus. Young konnte nichts mehr sehen. Dann ertönten aus dem Inneren des Bahnhofs die Schreie. Obwohl jetzt eigentlich schon ein paar Patches eingespielt wurden, gibt es immer noch so viele Audio-Probleme. Machte ich da aber nochmal Seiten. Was ist denn hier, ey? Also den Kopf schießen, ha? Huh? Ach, das auch noch. Ich habe keinen Schlüssel. Ehrlich, wir haben so viel Scheiße. Hey? Saga, hast du ihn? Was ist denn da? Kein Schlüssel. Gib weg den Klicker. Ach, da ist er. Sie haben Logan in der Geschichte erwähnt. Das haben Sie mir selbst verraten. Aus dem dunklen Ort. Achtung! Scratch kommt! Er ist ganz nah! Er ist fast hier! Ihretwegen ist meine Tochter tot! Sie ist ein Kind! Was zum Teufel stimmt nicht mit Ihnen? Ich bringe das in Ordnung. Ganz sicher. Ich rette alle, aber uns rennt die Zeit davon. Ich brauche den Klicker. Ich habe den Klicker. Sie werden das in Ordnung bringen. Und meine Tochter retten. Versprechen Sie es. Ja, versprochen. Aber wir haben keine Zeit mehr. Schnell! Gib ihm nicht, verdammt! Verflucht! Er ist ein verfluchtes Monster, Saga! Wait! Da ist er! Wir haben auf dich gewartet, du blödes Arschloch! Ich werde dich verdammt nochmal vernichten! Oh. Ja, komm. Scheiße. Das ist Scratch. Er hat sich für Wade. Ich komme da nicht raus. Diesen Plan ist am Arsch. Esteves, bitte komm. Scratch ist hier. Ich kann ihm nichts antun. Wie halt ihn aus? Der Sicherheitscontainer ist nicht bereit. Doch das Lichtfeld sollte Wirkung zeigen. Okay. Lichter. Verstanden. Ich habe die Lichter gefunden. Wie schalte ich sie ein? Ich kann sie von hier aus aktivieren. Wir versorgen die Lichtfelder mit Strom. Ich muss mehr finden. Versorgen die Lichtfelder mit Strom? Was soll ich denn damit machen? Ich habe ja keine Zeit. Der klebt mir ja da auch noch am Arsch. Ach, da ist nochmal was. Ich muss draufbleiben, ey. Okay.
Ich muss aber vermutlich jedes Mal von neuem anfangen, oder? Fick dich doch! Das merke ich ja gerade. Okay, jetzt dreht er, glaube ich, ein bisschen am Rad. Einer ist an. Noch zwei. Ja, klar, ich habe ja auch so viel Munition und alles, oder? Ich bin falsch gelaufen. Hey! Ich komme jetzt noch nicht rechtzeitig hin, oder? Ich bin tot. Scratch war hier. Wird zurückkehren. Was zum Teufel machen wir jetzt? Heilen? Natürlich kann ich mich nicht heilen. Warum auch? Komme ich da raus? Ja, Gott sei Dank. Aber da liegt bestimmt noch ein bisschen was.
Ich kann mich wirklich nicht heilen. Also, das ist wirklich saudoof gemacht, oder? Okay, wir schauen mal, ob wir hier noch was finden. Das war jetzt hier eigentlich gar nicht so schwer. Man braucht relativ viel Munition. Licht und Fackeln haben hier gar nichts gebracht. Nach meiner Meinung. Okay, ich glaube, wir haben hier alles gesammelt. Ach, das ist der... Der Hof hier. Da ist noch was. Der da? Nein. Welche Richtung? Den haben wir doch. Sonst ist doch hier nichts mehr. Oder soll es hier dran sein? Kein Schlüssel. Dass da hinten was drin ist in den Eck. Aber das scheint außen zu sein. Also irgendwas stimmt damit, die Karten mit an nicht. Das ist jetzt offen. Dafür die Leiche. Vielleicht haben wir es auch schnell geputzt, keine Ahnung. Okay. Scratch ist Wakes Doppelgänger. Er hat uns reingelegt. Er konnte mir beinahe den Klicker abnehmen. Der ganze Plan ist am Arsch. Wie konnte das so schief gehen? So eine Zeitverschwendung. Sie sagen es, Henderson. Es ist ein Desaster. Also, wie lautet der Plan? Scratch hat uns reingelegt und sich als Wake ausgegeben. Er konnte mich fast überzeugen. Hätte meinen Instinkten trauen sollen. Ich hatte schon beim See ein schlechtes Gefühl. Als diese verrückte Monsterwolke im Wald auf mich zukam, konnte ich ein Gesicht darin erkennen. Es war Wake. Ich glaube, er war schon immer ein Monster, Scratch. Profiling? Warte mal. Das FBC kümmert sich normalerweise darum, oder? Was meinen Sie? Moment. Sie haben ein paranatürliches Objekt mitgebracht, ohne es zu sagen, und es dann fast einem feindlichen Wesen überlassen? Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Das war ein Fehler. Scratch zu glauben ebenfalls. Aber es ist noch Zeit. Ich muss noch mehr verstehen. Das stimmt. Wir sollten langsam so tun, als wären wir auf der gleichen Seite, ja? Okay. Sagen Sie mir, was ich übersehe. Das FBC muss etwas wissen. Gute Neuigkeiten. Wir haben Infos vom Bureau darüber. Schlechte Neuigkeiten, alles streng geheim. Gute Neuigkeiten, betrachten Sie sich als Mitglied des FBC. Hier der Schlüssel zur Zelle mit den Akten. Viel Spaß. Okay. Danke. Das heißt, ich kann jetzt nochmal runter? Sehr gut. Ja, geht man halt. Das ist der Gefängnisschlüssel. Die Geschichte verändert die Realität. Deshalb ist meine Tochter hier gestorben. Obwohl sie eigentlich zu Hause in Virginia hätte sein sollen. Wissen Sie, ob das... AWEs sind lokale Realitätsverzerrungen. Der Bereich außerhalb der Stadt ist nicht davon betroffen. Manchmal dehnen sie sich aus, manchmal verpuffen sie. Wenn wir Letzteres garantieren, geht es deinem Kind vielleicht gut. Okay. Die ganze Sache ist ein Albtraum. Ich darf nicht zulassen, dass meine Familie zerrissen wird. Es ist nicht einfach, eine Familie in diesem Beruf zu haben. Die Nachtschichten, das Reisen und alternative, existenzbedrohende Realitäten.
Meine Ex-Frau konnte das nicht ertragen. Kieran, Sie sind ohne sie besser dran. Ich bin das jedenfalls. Okay, die Gespräche haben wir jetzt hier. Dann schauen wir noch mal Profiling. Jetzt haben wir Scratch hier. Scratch tat so, als wäre er Wake. Manipulierte mich. Was will er von mir? Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker. Okay. Da geht nichts mehr. Vielleicht kann ich an der Falltafel da was machen. Okay, das haben wir jetzt. Ist immer noch viel später. Nee. Das Dunkel ist durch helles Licht verwundbar. Zumindest das macht Sinn. Haben wir kurz versteckt gefunden. Bright Falls, ja. Ne? Gott. Okay, da können wir schon mal speichern. Schauen wir mal schnell nochmal. Mein Schuhkarton, wo ist der? Sie erinnern sich nicht, dass Logan, David und ich in Virginia gelebt haben? Ich weiß noch, dass Sie und David Probleme hatten. Sie brauchten eine Auszeit, Sie und Logan sind nach Watery gezogen und dann ist Logan etwas Schreckliches zugestoßen. Als Sie zurückkehrten, dachte ich, Sie wären die perfekte Partnerin, wenn Sie bereit wären, dorthin zurückzukehren. Okay, das reicht. Meine Erinnerungen sind verzerrt. Sie sind Fiktion. Logan ist am Leben. Ich bin nicht geschieden. Wir sind nie hierher gezogen. Ich kenne die Wahrheit. Wake oder Scratch meinte, jemand könnte uns mit der Geschichte angreifen. Wir dürfen nicht alles glauben. Aber woher sollen wir wissen, dass uns die Geschichte keine falsche Hoffnung macht? Ich kann sie nicht überzeugen. Ich muss die Geschichte ändern. Okay, da gibt es keine Gespräche mehr. Bei der auch nicht. Wir speichern mal ganz kurz zwischen. Und nochmal in den genau Keller. Genau, die Fälle hat mein Ex gehasst. Die lebensgefährlichen Fälle. Schon komisch. Die Fälle, bei denen ich draufgehen konnte, waren meiner Ex am liebsten. Okay, was haben wir denn hier? Beweise? Wake ist nicht die erste Person, für die sich das Dunkel ausgegeben hat. Okay, Transkript der Befragung von Alan Wake. Mutmaßlicher Paratiloer. Standard Bright Falls. Mr. Wake, Sie wurden von FBC in Gewahrsam genommen und werden zu einem späteren Zeitpunkt eingehend befragt. Aber vorher muss ich noch fragen, ob Sie uns etwas über den Vorfall im Hotel sagen können. Alles, was für uns von Interesse sein kann. Es gibt hier eine Kraft, die Sie nicht verstehen, eine Präsenz, die sie ist hinter mir her. Sie will mich verschlingen, alles verschlingen. Ja, Sie haben das Dunkel bereits erwähnt. Warum ist es hinter Ihnen her? Es labt sich an den Künstlern von der Kunst, die Sie erschaffen. Es ist hinter mir her, weil ich Schriftsteller bin, aber es kann jede Form von Kunst sein. Jeder künstlerische Ausdruck, Musik, Malerei, Film, Fotografie, es kann sich vor allem ernähren. Vor allem, das müssen Sie mir glauben.
Sie sind uns dieses Wesen sehr wohl bewusst, Mr. Wake. Wir verfolgen die Simulation hier schon seit Langem. Auch Sie haben wir schon seit über einem Jahrzehnt auf dem Radar. Ich bin mir sicher, dass die Verrückten in der Forschungsabteilung ihre Freude daran haben werden, Sie zu überprüfen. Hey, notieren Sie, dass das von der Einreichung regidiert wird. Kommen wir zum Thema zurück. Sie haben vorhin einen Lichtschalter erwähnt. Wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich brauche ihn. Ohne ihn kann ich die Sache nicht beenden. Helfen Sie mir, ihn zu finden. Mr. Wake, Sie befinden sich in Untersuchungshaft und werden wegen mehrerer Straftaten angeklagt. Wir werden Ihnen kein mutmaßlichen paranatürliches Objekt überlassen. Sie hören mir nicht zu. Wir hören Ihnen sehr wohl zu. Haben Sie irgendwelche Komplizen? Schimpfwort, Sie sich. Ah, musste ja mal kurz husten. Schimpfwort, Sie sich. Lassen Sie mich hier raus, Sie Schimpfwort. Es ist hinter mir her. Wir sind alle in Gefahr. Das Interview wurde abgebrochen, weil die Person nicht kooperieren wollte. Der See ist ein Tor zum dunklen Ort. Aha. Einsatz für Befehl dringend, Simulation am 13. September 2023 um ca. 19 Uhr überschreiten die Messwerte die Überwachungseinheit zur Beobachtung des Cauldron Lake, die zulässige Grenzwerte. Forscher vermuten, dass es sich dabei um eine Ursprungsdimension von A040, den Schatten, handelt. Versuche die FBC-Forschungseinrichtung WA03 mit dem Codenamen Das Haus am See zu kontaktieren, blieb erfolglos. Eine Überprüfung des Ereignisses vor Ort ist nicht möglich. Reaktionsverfahren werden mit sofortiger Wirkung eingeleitet. Der Leinenagent K. Esteves wird die Ermittlungseinheit Beta von Einsatzort regidiert aus mobilisieren. Alle verfügbaren schattenspezifischen Ausrüstungsgegenstände 4-11B sind für den Einsatz freigegeben. Ziele: ein aktives Ereignis bestätigt. Wenn ein aktives AWE vorliegt, ist es die Aufgabe des Teams, die Art und Schwere des Ereignisses festzustellen, die Exposition zu eliminieren und zu versuchen, die Quelle einzudämmen oder zu neutralisieren. Sollte kein aktives Ereignis vorliegen, müssen die Überwachungsgeräte überprüft, das Gebiet im begrenzten Umfang abgesucht und der Status des Hauses am See und die dortigen Mitarbeiter zu ermittelt werden. Zusätzliche Informationen zu den wichtigen Personen in der Gegend sind die Mitglieder des Kultes des Baumes, regidiert, und Alan Wake gibt aktuell als vermisst. Jetzt, da fehlt noch was. Was zur Hölle ist ein Para-Utilitarier? Ich kann das Scheißwort noch mal richtig aussprechen. Zur Zusammenfassung der Untersuchungsergebnis, Beschreibung Para-Utilität. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um einen Lichtschalter aus dem Lampenkabel, an die noch ein Teil des durchtrennten Kabels befestigt ist. Laut den Aussagen der Augenzeugen ist der Gegenstand dazu in der Lage, die Realität zu verändern, wobei die Veränderung auf regidiert basiert, wenn er von einem fähigen Paralytär benutzt wird. Es ist schwierig, die Wirkung dieses Gegenstandes von der Schwelle des Cauldron Lake zu unterscheiden, die für die wiederkehrenden AWEs in diesem Gebiet verantwortlich ist. Da die einzigen berichteten Einsätze des Gegenstandes in der Nähe der Schwelle stattfanden. Ohne weitere Daten können wir nicht sagen, ob der Gegenstand die Wirkung der Schwelle verstärkt oder umkehrt. Oder ob überhaupt kein Zusammenhang besteht. Aufzeichnungen von Dr. Hartmann, nachdem er ein regidiert geworden war, haben ergeben, dass Alan Wake Barbara Jagger vermutlich eine psychische Manifestation eines regidiert eliminiert hat, indem er die Lichtschalter in ihre Brust gesteckt und den Schalter umgelegt hat. Es wurde bestätigt, dass der Gegenstand im Jahr 2010 benutzt wurde, um fiktive Texte Realität werden zu lassen. Siehe Datei AWE 35. Es ist jedoch unklar, welche Einschränkungen
dieser Effekt hat. Schlussfolgerung, der Lichtschalter ist möglicherweise ein ODM, aber das Team kann den Gegenstand aufgrund von Berichten aus zweiter Hand nicht abschließend klassifizieren. Eine ordnungsgemäße Untersuchung und Prüfung ist erforderlich, um die Klassifizierung und den genauen Effekt des Gegenstandes zu bestimmen. Mhm. Ja, das war's, ja. Dann schauen wir nochmal an die Falltafel, weil da haben wir jetzt doch, glaube ich, irgendwas Neues gekriegt. Weg und Erklinger. Ich muss wissen, welchen Informationen ich glauben kann. Das ist für später. Ist immer noch für später. Da haben wir was. Ja, das andere haben wir jetzt schon. Ah, hier. Der Knicker verstärkt jede Veränderung der Realität durch ein Kunstwerk und macht sie dauerhaft. Mehr habe ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern das Ganze hier mal. Schwupp. Und ich, warte mal, was sind wir denn da? Ich würde hier nur versuchen, das ganze Zeug ein bisschen einzusammeln, was hier noch rumliegt. Was ich da ein bisschen übersehen habe, auch außerhalb, würde ich mal offline hier das Zeug hier einsammeln. Wenn es hier was ergeben tut, dann würde ich sagen, nehme es auf. Ansonsten sehen wir sich dann in der nächsten Folge wieder. Da ist auch noch ein Gespräch. Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Warte mal, das nehmen wir noch mit. Scratch meinte, der Klicker könne die Geschichte ändern. Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Wir haben verifizierte Berichte erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht fest. Ich werde mir einen Plan einfallen lassen. Da haben wir sogar noch was. Dann schauen wir das dann mal noch. Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Der Klicker kann das wieder gut machen. Aber ich kann ihn ohne Wake nicht benutzen. Okay, dann haben wir das doch auch noch gelöst. Was, Tor? Muss ich jetzt wieder zurück? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen sich dann in der nächsten Folge wieder. Obwohl, da habe ich auch noch ein Gespräch. Ich weiß, es wird immer länger. Das mit deinem Bruder tut mir leid, Ilmo. Jakob war so herzensgut. Er war immer dabei, ganz egal, wie dämlich meine Ideen auch waren. Hat immer gerne geholfen. Ich war unvorsichtig. Ich denke nie etwas zu Ende. Es ist meine Schuld. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt. Aber Sie müssen mir alles über den Kult des Baumes erzählen. Der Kult ist die verrückteste Idee, die funktioniert hat. Ich meine, welcher Kult nennt sich selbst Kult? Genau. Wir beschützen Watery und Bright Falls. Wir sind die Guten. Eine geheime Nachbarschaftswache. Das war zumindest der Plan. Wir wussten schon immer von dem Schrecken im See. Wir erledigen die Besessenen, die dort auftauchen. Ihr erschafft keine Besessenen. Ihr tötet nur die, die es bereits sind. Mhm. Ihr habt versucht, Alan Wake zu töten. Warum? Der Cauldron Lake hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Sein Werk war der Auslöser des Albtraums in Bright Falls 2010. Seitdem tauchen die Seiten seiner Geschichten im See auf und bringen immer wieder Monster hervor. Er ist schuld, Wake. Und wenn wir ihn nicht stoppen, tut es niemand. Wakes böser Doppelgänger Scratch ist die eigentliche Bedrohung, nicht Wake. Ich werde ihn stoppen. Ich habe noch nie von einem Scratch gehört. Wie lange existiert dieser Kult bereits? Einige Leute hier wussten schon immer vom Cauldron Lake.
Vor uns waren es die Fackelträger. Als ich die Mission weiterführte, wollte ich sie einen Kult nennen. Es war genial. Der Name allein war schon die halbe Miete. Die Leute hatten zu große Angst davor, nachts in den Wald zu gehen. Regel Nummer eins. Angst sorgt für große Motivation. Okay. Das Profiling machen wir dann auf jeden Fall das nächste Mal. Wir speichern hier und jetzt sehen wir uns dann wirklich dann in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.